Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wie ihr seht, wir sind ein bisschen gewandert. Benny macht gerade ein bisschen Platz, damit ich gleich mein Panorama hier machen kann. Nämlich einmal so komplett lang. Das Wetter ist gerade wieder gut geworden. Wir hatten gerade ein bisschen Regen zwischendurch. Und schaut euch einfach mal diese Location an. So geil. Das Meer quasi auf zwei Ebenen. Einmal hier unten und einmal da oben. Da hinten geht es dann auch nochmal weiter. Also es ist echt cool. Ich mache jetzt hier mal kurz mein Panorama. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, dass hier das mit dem Licht alles noch passt. Ja, das sieht soweit aber ganz gut aus. Okay. So, ich habe jetzt hier meine Panorama, meine Nodalpunktadapter-Schiene und so weiter. Jetzt machen wir hier einfach mal alle 30 Grad ein Foto. Hier unten habe ich die Skala. Zack, nächstes Foto. Jetzt gehen wir hier auf 60 Grad wieder. Und jetzt muss ich hier schon ein bisschen aufpassen, dass ich hier mein Fokus-Stacking auch hinbekomme, weil jetzt habe ich hier nämlich ein bisschen Vordergrund noch mit dabei. Das musst du jetzt sehen. Zack, jetzt kommt hier nämlich der Vordergrund mit rein. Und spätestens jetzt muss ich hier auf jeden Fall eine zweite Belichtung machen, wo ich den Fokus hier nochmal auf den Vordergrund packe. Hier einfach ein paar mehr. Du siehst, das Ganze hier ist ziemlich abenteuerlich, weil wir direkt an der Klippe dran sind. Stefan macht gerade ein Panorama. So, Stefan, erzähl mal, was du da machst. Du machst ein Panorama, habe ich gerade schon erzählt. Ja, ich mache ein Panorama hier. Direkt am Abgrund, Leute. Schön jetzt mit Sonnenschein. Oh, jetzt haben wir ein schönes Gegenlicht. Oh, ja. Schöner Stern. Ja. Oh ja, ich hab das gut. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen mit Fokus-Stacking arbeiten, weil ich ja jetzt hier direkt den Vordergrund noch mit drin habe. Und der Wetterbericht hat gesagt, es regnet, aber es ist blauer Himmel. Stefan, der fotografiert jetzt erstmal ohne Polfilter die Woche. Willst du mal kurz erklären, warum? Also gestern Abend war ja mein Koffer weg. Dann gehen wir heute Morgen fotografieren. Ich packe aus, will meinen Filterhalter draufschrauben und habe nicht kontrolliert, ob alles wirklich fest sitzt. Und es hat sich offensichtlich in der Filterbox hat sich offensichtlich der Polfilter gelöst von dem Filterhalter. Ich habe das vorher nicht kontrolliert, blöderweise. Und dann stehe ich am Abgrund und zack, der Polfilter rollt und rollt und rollt die Klippe runter. War er zu langsam? Mann, eben. Tja, welcher Filter wird als nächstes ins Wasser fallen? Schreib's mal in die Kommentare. Freunde, wir sind aber ein bisschen weiter runtergegangen. Wir waren nämlich gerade eben da oben und jetzt sind wir hier. Hier haben wir nämlich auch einen geilen Ausblick. Hier haben wir so ein bisschen von der Komposition her, dass beide Klippen hier quasi so in so einer Art Ufer laufen und dann kann man hier so schön in die Sonne fotografieren. Und ich habe gerade den Benny da unten hingestellt. Das sah echt ganz cool aus. Für diejenigen, die es interessiert, meine Kameraeinstellung mal. Also ich fotografiere mit einer Blende 8. Und habe jetzt hier vorne mein Nisi Filtersystem drauf. Mein Polfilter habe ich ja leider nicht mehr, der ist mir gerade krachen gegangen. Aber trotzdem habe ich jetzt hier einen Verlaufsfilter noch drauf, weil die Sonne schon von oben relativ stark leuchtet. Und einfach um dann den Horizont ein bisschen abzudunkeln und den Vordergrund dafür ein bisschen heller zu haben, beziehungsweise dass ich ihn ein bisschen heller belichten kann. Deswegen habe ich jetzt hier den Verlaufsfilter noch drauf. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, mit Filtern zu arbeiten, wenn ihr in der Landschaft unterwegs seid. Und ansonsten ISO habe ich, glaube ich, 100. Ja. Und dann die Verschlusszeit gleiche ich halt immer so ein bisschen an. Im Moment ist es eine 40. Sekunde. Weißabgleich stelle ich erstmal auf automatisch, kann ich dann später in Lightroom gucken, ob ich das noch verändere, denn ich fotografiere ja im RAW-Format. Ansonsten steht die Kamera definitiv immer auf dem Stativ. Einfach, wenn ich mehrere Belichtungen zum Beispiel machen muss für ein Foto, dass die auch pixelgenau übereinander liegen. Und ja, ansonsten, das ist jetzt hier mein 14 bis 24 mm, was hier drauf ist. Relativ Standard habe ich eigentlich immer drauf, wenn ich Landschaften fotografiere. Und
mehr ist es im Endeffekt nicht. Achso, die Kamera selber ist eine Nikon D850. Habe also gute Auflösung, schönen Dynamikumfang, gerade für Landschaftsfotografie extrem gut. Und ich genieße jetzt einfach noch ein bisschen die Landschaft hier. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und ich muss dich noch da unten hinsetzen, die Beine baumeln lassen. Wir werden jetzt hier gleich zurücklaufen. Ja, da vorne. Da vorne, da. Also da. Die Stadt. Da steht unser Auto. Und ja, wir werden jetzt, denke ich mal, zurücklaufen. Vielleicht noch mal eine Stunde pennen oder so, weil die Nacht war echt kurz. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir haben echt coole Bilder gemacht. Das einzig Negative ist, wie gesagt, dass mein Kohlfilter sich verabschiedet hat. Das ist insofern ein Problem, dass es direkt am Anfang der Woche passiert ist. Und dementsprechend muss ich jetzt die ganze Woche ohne Kohlfilter auskommen. Nicht ganz so cool, aber irgendwie werde ich es auch schaffen. Ja, jetzt werden wir ungefähr noch eine halbe Stunde zurückwandern. Und schaut mal, hier entsteht gerade ein richtig cooler Regenbogen. Das wäre echt geil, wenn der so einmal komplett zu sehen wäre. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Witzige Steine. Darf man nicht unterschätzen. Das ist hier nicht ganz ungefährlich, aber mit ein bisschen Achtung davor funktioniert das alles. Manchmal kann man auch gar nicht so viel planen. Auf dem Weg zurück zum Auto haben wir jetzt hier diese coole Location gefunden. Eigentlich relativ unscheinbar, so ein kleiner Wasserfall, aber mit ein bisschen Vordergrund und so weiter. Sieht das Ganze echt cool aus. Muss ich nur mal gucken, mein Stativbein ist da vorne noch im Bild, sehe ich gerade. Könnte ich aber auch rausretuschieren. Also ihr seht, einfach mal ein bisschen die Augen offen halten beim Rumlaufen. Hey Leute, guten Morgen, es ist schon der nächste Tag und falls ihr euch jetzt fragt, warum es nicht weiteres Bildmaterial von gestern Abend gab, von unserer großen Wanderung. Die Wanderung war mega krass, also wirklich, wir waren insgesamt 5 Stunden unterwegs. Wir haben das ein bisschen unterschätzt, wir haben gesagt, ja, das werden wir schon locker irgendwie durchziehen. Und gerade so am Ende ist es dann echt heftig geworden. Also wir hatten dann, als wir zur Location gekommen sind, einen mega krassen Aufstieg, haben da echt geile Bilder gemacht und mussten dann aber auch im Dunkeln wieder zurück. Die Wege waren, es waren keine Wege, sondern man ist halt irgendwie querfeld eingewandert. Man hatte teilweise so 30 cm breite Pfade, wo man so ein bisschen ja, lang gehen konnte. Musste aber die ganze Zeit auch aufpassen, dass man nicht abrutscht und irgendwie den Abhang runterfällt. Also es war nicht, echt nicht ohne. Mir tun auch meine Knie extrem weh. Aber das ist der Grund, warum wir dann da nicht auch noch extra gevloggt haben und so weiter. Und vor allem ist auch dann komischerweise so der Akku von der GoPro von 50% auf 0% innerhalb von einer Sekunde gegangen. Also frag mich nicht, ich habe irgendwie, was das angeht, ein bisschen Pech auf dieser Reise. Ein paar technische Probleme, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass das jetzt irgendwie alles noch passt. Jetzt ist es der nächste Morgen. Es ist jetzt gerade 6 Uhr ungefähr und wir gehen jetzt zur nächsten Location, zum Finger. Guckt euch das an, Freunde. Wir haben mal wieder Glück mit dem Wetter. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Location. Wir sind jetzt hier angekommen, haben hier unser Auto abgestellt. Wir müssen jetzt noch so 300, 400 Meter laufen. Da vorne sehe ich den Finger schon. Ganz leicht. Da oben sieht man die Spitze. Und wir haben ein bisschen Farbe in den Wolken drin. Das ist echt cool. Auf jeden Fall merke ich das noch deutlich in den Knochen, den Weg von gestern. Also meine Knie tun extrem weh. Ich merke einfach, dass ich alt werde. Benny ist fleißig am Fotografieren. Wir sind hier an der Location. Wir haben schon Fotos gemacht. Sonnenaufgang ist schon durch quasi, aber wir haben wirklich schön wieder Glück gehabt. Gutes Wetter gewesen. Ja, jetzt kommt die Sonne da so langsam hinter den Wolken noch durch. So, mal gucken. Es dauert noch ein bisschen, ja. Benny ist jetzt gerade mit dem 70-200 hier noch unterwegs und fotografiert da hinten noch irgendein paar Details. Ich habe meinen 70-200 zu Hause gelassen. Ich habe jetzt hier mit dem 24-70 fotografiert, auch wieder mit Filter vorne drauf. Einmal ein ND 3.0, das heißt 10 Stops und dann nochmal ein Verlaufsfilter mit 3 Stops, damit ich den Himmel noch ein bisschen angleiche.
und habe jetzt hier sowohl im Hochformat als auch im Querformat fotografiert. Jetzt hier im Vordergrund quasi immer so die Küste gehabt und dann im Hintergrund halt den Finger bzw. da hinten auch die Berge und den Himmel mit den dramatischen Wolken. Sehr, sehr nice hier. Kann man sich auf jeden Fall geben. Man muss nur auch hier wieder ein bisschen aufpassen. Also man sitzt jetzt hier, ja übrigens meine Hose, sieht auch sehr dreckig aus. Man sitzt jetzt hier auch wieder direkt am Abhang. Da geht's runter, da ist keine Sicherung. Bedeutet, man muss hier echt höllisch aufpassen. Wir stehen jetzt hier auch gerade an so einem Abhang. Man sieht schon, wie krass die Steigung hier auch ist. Und ja, da geht's dann auch wieder zurück. Auch da gibt's keinen Weg. Da hinten irgendwo steht unser Auto. Also man muss hier gar nicht so weit herlaufen. Das ist echt in Ordnung. Man kommt mit dem Auto wirklich sehr, sehr nah ran und kann dann hier direkt fotografieren. Im Gegensatz zu anderen Locations, wo man schon mal ein paar Stunden wandern muss. Ich muss auch echt sagen, ich habe verdammten Hunger. Ich habe zwar vorhin schon so ein paar Cornflakes gegessen, aber wenn wir jetzt dann irgendwann zurückfahren, dann werde ich auf jeden Fall noch mal was essen und ich werde, denke ich mal, auch noch mal eine Runde schlafen, weil die Nacht echt kurz war. Ich glaube, wir haben 5 Stunden oder so geschlafen, vielleicht ja 5,5. Und ja, ein bisschen kann man tagsüber schlafen, weil es ist jetzt hier Mitte, Ende März. Bedeutet, dass zur Mittagszeit die Sonne einen kleinen Tick schon zu hoch steht. Wobei man fast sagen kann, dass man den gesamten Tag über fotografieren kann. Also das sind wirklich vielleicht so 1-2 Stunden, wo man sagt, ja, das Licht ist nicht mehr ganz so geil. Ansonsten hat man hier eigentlich immer gutes Licht zu der Jahreszeit.